Hallo miteinander zu einer weiteren Folge Sims 3. Wir lassen hier gleich wieder weiterlaufen, dass er hier weiter duschen kann. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mir wieder zuschaut. Unser Changieri muss jetzt bald arbeiten gehen. Und was hat er da schon wieder für das Ziel? Der Erin. Erin verliebt umarmen, ja. Das könnte man eigentlich einmal nehmen, weil... Hey, kennst du einen, ja. Aha. Kursbesuch, ja, ich weiß den nicht. Wir schicken jetzt den Changieri zuerst mal arbeiten. Vielleicht kurz entspannen kann er noch. Allerdings nur ein paar Minuten. Aber besser ein paar Minuten als gar nicht. Meine, wenn ihr das nicht auch schon gehabt, dass er mal froh sind, wenn er noch 5 Minuten herliegen können. Ja, wenn er das Bett noch lang macht, werden es keine 5 Minuten mehr sein. Ja, bravo. Ja. Das hat er gut gemacht, 2 Minuten herhocken und dann arbeiten müssen. Aber immerhin, jetzt ist das Bett gemacht. Zumindest auf einer Seite. Und jetzt geht er ab arbeiten. Und zwar könnten wir jetzt mal vorführen. Auswählen. Mal schauen, wie das ankommt. Und jetzt läuft sie schneller ab, weil der Changieri am Schaffen ist, bevor er dann morgen seinen freien Tag hat. Und wir warten jetzt hier einfach und schauen da wieder am Bleiben vor dem Theater oder was auch immer. So, was haben wir denn da? Audiostudien. Im Radio werden oft Chartstürmer und weltweit erfolgreiche Hits gespielt. Da kann man eine Menge über Musik lernen. Daher möchte die Band auch, dass du dich zu Hause eine Weile vors Radio hockst und ein Gefühl für gute moderne Musik bekommst. Ja, und meine Maus spinnt gerade. So verbesserst du nicht nur die Beziehung zu deinen Kollegen, sondern erhältst auch noch eine höhere Jobleistung. Ziel, hör dir an der Stereoanlage so lange Musik an, bis sie deinem Sim gefällt, um deine Jobleistung bist und die Beziehung zu deinen Kollegen zu verbessern. Ja, ist halt ein bisschen problematisch wieder, weil ich dann vielleicht je nachdem wieder Content-Problem kriege, wenn wir die Musik laufen lassen. Ich nehme es jetzt gleich einmal an. Wir könnten ja vor die Stereoanlage stecken. Oha. Was ist jetzt das gewesen? Ja, die haben alle Hunger. Und der andere schläft da einfach mal auf der Straße ein. Und einfach so. Und schon wieder jemand. Also, ja, ich gehe auch ab und zu einfach mal in die Stadt ein bisschen schlafen. Absolut. So, und er hat wieder Geld verdient und kann heimwärts gehen. Die Jobleistung ist schon fast zoberst. Darum denke ich, werden wir ihn jetzt... Wobei, jetzt könnten wir eigentlich, weil Abend ist... Mal noch schauen, ob Erin Lust hat zum Vorbeikommen. Sim anrufen, nach Hause einladen. Erin, jawohl. Mal schauen, ob sie vorbeikommt. Oh, wir haben ja gar keine Stereoanlage mehr. Okay, sie hat keine besondere Lust zum Überkommen. Das ist sehr, sehr schade. Dann kümmern wir uns da mal zuerst um den Hunger von ihm. Und zwar klebrige Carbonara. Schauen wir dann halt, ob wir am nächsten Tag wieder etwas mit der Erin und der Nähe. Vielleicht besuchen wir dann halt einmal die Erin. Die Option besteht natürlich auch. Oder aber wir sorgen dann dafür, dass sie halt wirklich zu uns kommt. Vielleicht hat sie ja mal mehr Lust zum Vorbeikommen. Und jetzt müsste ich einmal noch in Kaufmodus gehen, um ihm eine Musikanlage kaufen, damit er überhaupt der Sache nachgehen kann. Computer ist eigentlich nicht drin. Ach, wo ist das schon wieder drin? Ich suche mich, aber ich bin immer dumm und dämlich. Da ist es drin. Audio. Und halt irgendwie wirklich halt die simple, einfache Stereoanlage. Da draufstellen kann ich sie nicht. Dann stellen wir sie halt da an die Wand. Auf den Boden.
So, und gehen wieder zurück in Live-Modus. Und lernt halt nachher unser Sim ein bisschen Musik hören. Wobei, ich glaube, das machen wir dann erst, wenn er wieder geschlafen hat. Weil er doch auch schon wieder recht müde ist. Und er bereitet da seine klebrige Carbonara zu und dann laufe ich da zufällig zum Kochherd und lege meine Pfanne auf den Herd. Da noch ein bisschen nachwürzen, damit das Ganze einen feinen Goût kriegt. Und so hat mir das auch die Mami früher gelernt. Und darum bin ich jetzt auch schon so ein guter Koch. Wie weit ist er eigentlich schon mit Kochen? Fähigkeiten. Da kochen. Kochenfähigkeit Level 8, also das heißt, er kann schon ausgezeichnet kochen. Und jetzt isst er da seine klebrige Carbonara. Das sieht wirklich aus wie Carbonara. Wirklich sehr, sehr genial, sage ich mal, das Spiel in diesen Bereich rein. Wenn er gegessen hat, kann er... Ja, jetzt hat er sich gerade noch verschluckt. Wenn er gegessen hat, kann er dann das Zeug noch schnell abwäschen. Macht er sicher auch gerade selber. Ja, aufräumen. Und nachher gehen schlafen. Sonst schlaft er mir da noch unterwegs ein. Am Sonntag hat er ja frei. Kann er schön einen gemütlichen Tag daheim verbringen. Um da die Musik aus der Stereoanlage zu hören. Ich hoffe, Erin kommt vorbei. Sonst schauen wir dann, ob wir Erin besuchen können. Aber jetzt heißt es schon wieder Gute Nacht im Hause Valère. Trainiert, trainiert. Monster, essen. Monster, Glöbire. Trainieren, essen. Trainieren. Erin. Oh, trainieren. Geld, abwäsche. Trainieren, essen. Monster, trainieren. Was? Was mache ich da? Ich will Schreiben lernen. Baseball. Trainieren, trainieren. Gewinnen, Erster werden. Ja, er hat schon ein bisschen eigenartige Träume. Wenn wir da gerade einmal sagen an dieser Stelle. Und ich höre jetzt gerade meinen Hund bellen. Ich hoffe, ihr hört meinen Hund nicht bellen. Er bellt nämlich ziemlich laut. Und ich glaube auch relativ noch bei meinem Zimmer. Das ist gar nicht günstig, sage ich jetzt einmal. Aber ich hoffe, ihr hört das nicht. Und wenn es halt gleich hören, tut es mir leid. Ja, jetzt hören das ganz sicher. Jetzt bellt noch viel Leute. Ja, ich hoffe, er hört wieder auf. Aber es tönt momentan nicht danach, als würde er aufhören. Und jetzt kommt er schon wieder da vorbei. Haben wir schon wieder die Rechnungen nicht zahlt? Ach, Kopfverdeckel nochmal, das regt mich langsam auf. Ich kann gar keine Rechnungen zahlen. Und... Also, ich komme da echt nicht raus. Jetzt hätten wir da schon wieder etwas weggenommen. Ich habe keine Rechnungen zum Zahlen. Bitte, kläre mich auf. Was kann ich da machen, dass das eben nicht so tut? Was kann ich unternehmen? Es ist mir wirklich ein Rätsel. Ich komme einfach schlichtweg nicht raus. Was da... Okay... Das Radio habe ich jetzt da im Inventar. Und was hat er mir denn weggenommen? Nein, wir tun jetzt nicht... Nein, Changieri, ich tue jetzt nicht lesen. Was macht er jetzt wieder? Wo geht er jetzt wieder hin? Er läuft einfach mal auf die Straße raus. Ja, prima. Schauen wir mal schnell, ob Darren... Ja, aber... jetzt macht mich das Spiel gerade ein bisschen wahnsinnig momentan. Ja, gang bitte rein. So, Sim anrufen, nach Hause einladen. So, schauen wir, ob jetzt Darren Zeit und Lust hat, zum Vorbeikommen. Er geht wieder an sein Lieblingsplätze telefonieren. Und jetzt kommt sie auch vorbei. Die Stereoanlage wird da wieder hergestellt.
Einschalten, dann haben wir nochmal Musik. Ah, was ist schon da? Begrüßen. Wir drehen die Kameraperspektive ein bisschen. So. Sagen wir der Erwin Hallo. Aber da, das Ding ist auch immer dope. Und jetzt haben wir noch da das mit dem Umarmen gehabt. Verliebt umarmen, das ist ja das Ziel. So, das hat geklappt. Nach drinnen einladen. Ja, und jetzt geben sie sich freundlich. Tant, das ist ein bisschen komisch. Sie ist umarmen sich und dann geben sie sich einfach mal die Hand. Und dann haben wir da sicher noch irgendwie... Ja. Das ist doch schon mal gut da. Ja, die Musik läuft jetzt da. Die soll jetzt mal nur laufen. Was können wir mit ihr da noch machen? Freundlich, freundlich. Über Filme reden. Probieren wir mal über Filme zu reden. Ah, sie reden nicht gerne über Filme. Okay. Sie ist technikfeindlich. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eine weitere Eigenschaft von ihr herausgefunden. Das fehlt nicht mal zu viel. Und das Haussymbol da. Was hat das Haussymbol? Also wir haben 4 von 5 haben wir schon rausgefunden. Können wir doch da. Was können wir denn noch? Nein, das ist nichts. Romantisch. Kompliment machen. Und was haben wir noch? Lustig. Na. Gemein auch nicht. Kompliment über das Aussehen können wir auch mal noch machen natürlich. Gar kein Problem. Und jetzt könnten wir doch mal Brunch. Brunch servieren. Herbstsalat. Erwin hält schon Chiri für sehr verführerisch. Sehr gut, sehr gut. Jetzt kocht er zuerst mal. Und sie? Wir gehen jetzt noch wieder vor der Musik weg. Sie geht etwas lesen. Währenddem er kocht. Ui, er ist langsam Meisterkoch da, ha? Er zaubert sogar bei einem Herbstsalat, zaubert er irgendwie coole Tricks aus dem Ärmel raus, so wie es aussieht. So, jetzt leert er noch ein bisschen Öl einfach mal auf den Teller drauf. Und ja, mein Hund bellt im Übrigen immer noch. Es ist so ein bisschen leislicher geworden. Ich muss dann nachher in der nächsten Aufnahmepause, wo jetzt dann gerade sein wird, mal schauen, was denn eigentlich los ist, dass er umbellt. Ich bin eben allein daheim und der Hund amix, wenn sonst niemand im Haus ist, spinnt ab und so ein bisschen. Mal sagen. Kann ich sie zum Essen rufen? Nein, kann ich nicht. Da bitten Mitbewohner zu werden, das ist doch mal was. Das haben wir doch schon lange wollen. Vielleicht klappt's in der nächsten Folge. Weil ich mache jetzt da an dieser Stelle einen fiesen Cut. Wir hätten können auswählen. Aber ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ich schalte da ihre Musik wieder ab, weil sie wird laut. Das geht gar nicht. So, und mit dem, dass ich jetzt hier auf Pause klicke, bevor wir erfahren, ob sie bei uns einzieht oder nicht, danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Grund genug kennt ihr das mal ja. Bis dahin, tschüss zusammen.